Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde der Bürgerstiftung Berlin, herzlich willkommen in der Mercedes-Welt am Salzufer. Ich finde es wunderbar, dass Sie heute bei uns sind. Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt unser großer Dank für das Zeichen Ihrer Verbundenheit, was Sie durch Ihre Anwesenheit heute Abend zum Ausdruck bringen. Ich bitte Sie im Namen von 10.000 Berliner Kindern um einen herzlichen Applaus für Heike von Jost. Heute Abend, meine Damen und Herren, sammeln wir für die Errichtung, Erneuerung und Erhaltung von Schulbibliotheken. Bitte bieten Sie und spenden Sie großzügig, die Kinder werden Sie Ihnen danken. Sie alle sind heute hier, weil Sie in Berlin Solidarität zeigen. Solidarität mit den Kindern und Familien, denen es nicht so gut geht. Für mich ist die Bürgerstiftung Berlin wirklich gelebtes Engagement aus voller Kraft und Überzeugung. Hier kommen Menschen zusammen, die sagen, ich interessiere mich für viel mehr als nur für mich selbst und ich will auch aktiv was machen. Ich will nicht nur teilhaben, sondern auch teilgeben. Und das in einer Form, die wirklich den Kindern zugutekommt. Und das finde ich ganz großartig. Liebe Vera Gede-Butzmich, vor einigen Wochen noch sahst du diesem Abend mit gemischten Gefühlen entgegen. Das hat mich echt amüsiert. Denn warum sollte es dir besser gehen als mir vor 10 Jahren? Allerdings, und das kann ich dir nicht ersparen, wird ab morgen dein Leben und das deines lieben Mannes nicht mehr so sein wie bis heute. Ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute auf deinem neuen Weg an der Spitze der Bürgerstiftung Berlin. Ich verspreche Ihnen, ich werde alles tun, damit die Stiftung weiter erfolgreich bleibt, dass die vielen Ehrenamtlichen gut arbeiten können und dass noch viele Zehntausende Kinder und Jugendliche in unserer Stadt davon profitieren können. Für mich ist es von großer Bedeutung, dass der regierende Bürgermeister, der einen sehr engen Kalender hat, heute Abend zumindest für ein Glas Wein vorbeigekommen ist, um Danke zu sagen. Dass die Ministerin für Familie, Senioren, Jugend heute bei uns war, das ist ein ganz großes Geschenk. Die Initiativen, die dort gestartet werden, passen natürlich sehr gut zu dem, was wir eigentlich auch zurückgeben wollen in der Gesellschaft. The Bürgerstiftung Berlin does a lot of work with the children and that's so important because this is our future. So we were very happy to be here. Erstmal freue ich mich auf die Bürgerstiftung und seit heute Abend noch ein bisschen mehr als vorher. Ich glaube, mit dem heutigen Abend können wir alle sehr zufrieden sein. Wir haben jetzt über 103.000 Euro erlöst. Ich war eigentlich angenehm überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass sich Skulpturen so gut versteigern lassen wie in der Vergangenheit Bilder. Dass alle noch da sind, dass sie feiern, das ist für eine Bürgerstiftung durchaus etwas sehr Besonderes. Ich würde mir wünschen, dass die Bürgerstiftung an Fahrt noch gewinnt. Von daher hoffe ich, dass es auch weitere Sponsoren, weitere Unterstützer gibt, die genau das entsprechend auch unterstützen. Nichts, was du jemals für Kinder tust, ist jemals verschwendet. Und deshalb kann man allen nur Kraft und Mut zusprechen, weiterzumachen und auch zu sehen, dass jedes einzelne Bemühen einen riesen Unterschied machen kann. Und deshalb bin ich auch heute Abend hier.